Also das Thema NATO-Geheimarmeen ist in Deutschland noch wenig bekannt. Ich denke, ein Einstieg ist da sicher, wenn man mal das Buch NATO-Geheimarmeen in Europa liest, das ich geschrieben habe. Da hat man mal ein Verständnis, dass die CIA und MI6 wirklich Geheimarmeen aufgebaut haben, dass die NATO die koordinierte und dass es eben auch Aussagen gibt, dass diese Geheimarmeen in Terroranschläge verwickelt waren, sodass man eigentlich ein Verständnis hat, dass man mit Terrorismus die Bevölkerung auch lenken und steuern und beeinflussen kann. Also es macht durchaus Sinn, wenn man hier eigentlich den Kalten Krieg mal nimmt und sich da mal schlau macht, was damals passiert ist. Jetzt das Thema 9-11, das ist ja eigentlich unsere gegenwärtige Zeitgeschichte, da kann man sich erinnern, was damals passiert ist, weil man es eben selber erlebt hat. Und da ist es sehr, sehr sensibel, weil viele Leute ein sehr emotionales Verhältnis zum Anlass haben. Das heißt, es ist schwierig, zum Teil schon nur mit Freunden über das Thema zu sprechen und darüber zu diskutieren, ob hier die amerikanische Regierung die Wahrheit gesagt hat oder ob sie gelogen hat. Und da würde ich raten, dass man grundsätzlich unterteilt in drei Geschichten. Die erste mögliche Geschichte ist die sogenannte Surprise-Geschichte, Überraschungsgeschichte. Das wäre die offizielle Verschwörung. Da haben also 19 Muslime sich verschworen, Mohammed Atta, der bekannteste unter ihnen, und haben die USA angegriffen. Bush und Cheney wussten gemäß dieser Geschichte nichts über die Anschläge und waren überrascht. So hat Bush und Cheney ja dann auch das selber dargelegt, so sei das gewesen. Und das ist ja immer noch die Möglichkeit, dass das die Wahrheit ist. Das ist die Surprise-Geschichte. Die zweite Möglichkeit ist die Lee Hop-Geschichte, das ist Let It Happen on Purpose. Die sagt dann eben, ja, es waren 19 Terroristen, aber Bush und Cheney sind Verbrecher. Die haben die Anschläge kommen sehen, haben 3000 Leute geopfert und wollten eigentlich diesen Anschlag auch geostrategisch nutzen, um dann Ressourcenkriege zu führen. Und die dritte Geschichte heißt Mihawk Make It Happen on Purpose. Das wäre dann eigentlich, dass man den Terroranschlag selber inszeniert und dass Bin Laden nichts damit zu tun hat. Und dann, wenn man diese drei Geschichten hat, erkennt man ja sehr einfach, dass sie sich eigentlich untereinander ausschließen, dass sie also nicht alle gleichzeitig wahr sein können. Und dann kann man einen Diskurs führen und sagen, gut, auf welche Position tendieren Sie, auf welche Position tendieren Sie und was sind die Fakten, die Sie haben, um Ihre Position zu untermauern. Ich denke, in dieser Art kann man einen ausgewogenen Dialog haben, weil es ist ja noch ein ergebnisoffener Wissenschaftsstreit. Ich denke, das ist wichtig. Ja, wir sind ja hier in Bremen bei einem Kongress der IALANA. Da sind ja Rechtsprofessoren und Rechtsgelehrte. Also die Rechtsgelehrten haben ja ihre Herangehensweise an das Thema. Sehen Sie das als den richtigen Weg, das vom juristischen her zu betrachten, oder würden Sie eher denken, das könnten vielleicht besser Ingenieure machen, die sich anschauen, wie die Gebäude denn zerstört wurden? Oder was sehen Sie, wie wäre die Herangehensweise, jetzt diese drei Wege, die Sie beschrieben haben, also zu analysieren? Also ich glaube, es braucht alle. Es muss ein interdisziplinäres Vorgehen sein. Die Ingenieure sollen klären, vor allem dieses dritte Gebäude, World Trade Center Nummer 7, das ja auch am 11. September zusammengestürzt ist, ohne dass es durch ein Flugzeug getroffen wurde, ob denn Betonstahl einfach so fallen kann. Da habe ich verschiedene Gespräche geführt mit Baustatikern. Das müssen ja die Baustatiker eigentlich klären. Dann jetzt hier wird ja vor allem darüber diskutiert, über den NATO-Bündnisfall. Das heißt, das ist eine juristische Kategorie und darum ist es richtig, dass die Professoren für Völkerrecht und internationales Recht sich hier eigentlich ein Bild machen. Der Bündnisfall ist für Deutschland ein relevantes Momentum. Der hat man eigentlich im Kalten Krieg gedacht, der wird ausgelöst, wenn Panzer über die Grenze rollen. Und das ist jetzt nicht passiert, sondern es gab einen Terroranschlag in New York und es war undurchsichtig, wer hinter dem Terroranschlag steckt. Trotzdem hat die NATO den Bündnisfall ausgerufen und das hat dazu geführt, dass die Bundeswehr in Afghanistan ist. Das ist also schon, ich meine, das ist politisch hochsensibel und darum finde ich es richtig, dass hier die Juristen eigentlich das Material sichten. Man sieht aber in der Diskussion, dass die Juristen natürlich nicht wissen, was wirklich die Faktenlage ist. Sie kennen zwar die UNO-Charta, sie kennen natürlich das Recht auf Selbstverteidigung, aber sie sind sich auch nicht ganz klar, wer jetzt hinter dem Anschlag steckt. Trotzdem finde ich ist das eine sehr wichtige Konferenz. Sie machen sich einfach keine Vorstellung, wenn Sie glauben, die Forschungsfreiheit ist garantiert. Das ist sie nicht. Wenn Sie in diesen Themen arbeiten, dann müssen Sie wirklich ein Modell haben, wie Sie sich finanzieren, wenn die Uni sich entlässt. Das ist die Sache.
Weil die Forscher sind ja auch nicht einfach vollkommen frei, sondern sie wollen ihren guten Ruf und ihr Einkommen nicht aufs Spiel setzen. Und darum habe ich dann ein eigenes Institut gegründet. Das heißt Swiss Institute for Peace and Energy Research, und ich finanziere mich jetzt über Vorträge. Aber der Vorteil ist, ich bin vollkommen frei. Ich bin immer noch an der Uni, aber wenn mich die Uni entlässt, ist mir egal. Und das ist schon ein großer Unterschied, müssen Sie wissen. Also die Fragen nach der ökonomischen Stellung sind sehr wichtig. Wenn jemand völlig sozusagen unabhängig ist von Geldflüssen, dann kann er ja sagen, mir ist egal, wenn ich meine Stelle verliere, ich untersuche jetzt Staatsterrorismus. Mhm. Aber es ist eben wichtig zu verstehen, dass in den Universitäten eigentlich auch die Wissenschaftler doch darauf bedacht sind, ihre Stelle nicht zu verlieren. Das ist also an der Uni nicht anders als im Opelwerk. Mhm. Man will unbedingt sein monatliches Gehalt schützen. Und wenn man jetzt, ich sage jetzt mal, in diese Forschung einsteigt, Terrorismusforschung im Kalten Krieg oder Terrorismusforschung jetzt heute, also 9-11, Madrid, London, dann riskiert man natürlich, dass man auf Zusammenhänge stößt, die so überhaupt nicht kommuniziert wurden in der Öffentlichkeit. Eben dieser Einsturz vom dritten Gebäude, World Trade Center 7, das wurde fast nicht kommuniziert am 11. September. Wir haben das jetzt in der historischen Forschung und kommunizieren das. Und das gibt Spannungen. Das gibt Spannungen an der Universität, das gibt Spannungen unter den Kollegen, man hat verschiedene Interpretationen, das gibt mit den Medien Spannungen. Und mein Tipp ist einfach, man muss unbedingt fähig sein, Spannungen auszuhalten. Es ist nicht möglich, dass man sozusagen sagt, ich will Staatsterrorismus untersuchen, aber wenn es Spannungen gibt, dann höre ich auf, weil die Spannungen sind vorprogrammiert. Es gibt derart verschiedene Meinungen zum Thema, dass es auch klar ist, dass die Leute sich nicht einig sind. Was mir persönlich wichtig ist, ist, dass man selber mutig ist und dass man gewaltfrei bleibt. Dass man also in diesen Spannungen dann nicht anfängt, die andere Gruppe zu verteufeln und sagt, nun gut, die haben eine andere Meinung, die müssen wir niederschlagen. So geht es ja nicht, sondern wir brauchen eigentlich diesen demokratischen und wissenschaftlichen Ansatz, der so viel besagt, wie jeder Mensch hat das Recht auf eine Meinung und wir werfen jetzt mal einfach Licht in dunkle Ecken. Und wir lassen uns nicht durch die Angst verscheuchen.